Moin Leute, hier zurück bei FIFA 23 mit meinem kleinen prognosen Spiel hier. FC Schalke 04 gegen SV Werder Bremen. Das ist Spieltag 30, nicht 29, wird wie immer falsch angezeigt. Aber es geht definitiv hier um vieles für beide Mannschaften. Schalke möchte nicht absteigen, weil die sind aktuell auf Platz 17 mit, ich glaube, 24 Punkten. Aber ich kann gleich nochmal eben gucken. Und Werder ist auf Platz 12 mit 35 Punkten. Ist das richtig? Ich muss mal eben selber nochmal eben schauen. Tut mir leid. Ja, genau. War richtig, so was ich gesagt habe. Und ja, es geht für beide um die Wurst, weil Werder will ja auch für die nächste Saison planen und die planen ja eigentlich, dass sie in der ersten Liga bleiben. Schalke ist noch alles offen, aber sieht im Moment nicht gut aus. Bei Werder sieht es halt besser aus, weil sie halt gegen Berlin gewonnen haben. Hertha BSC haben sie gewonnen, 4-2 auswärts, das heißt jetzt 35 Punkte, sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Und wenn die hier gegen Schalke gewinnen, auswärts, dann haben wir 38 Punkte und sind eigentlich sozusagen, sagen wir mal, safe in der ersten Liga. Und dementsprechend kann man natürlich dementsprechend auch gut planen und auch das Geld sozusagen dann freimachen für Neuverpflichtungen und auch andere Verträge halt schon mal direkt wieder verlängern oder halt kündigen etc. etc. Deswegen geht es halt gerade in diesem Spiel um sehr, sehr viel für beide Mannschaften. Und dann sind wir mal gespannt, was sie hier hinkriegen als Werderaner. Ja, und Werder hat halt Glück, dass wir wirklich in Berlin halt schön 4-2 gewonnen haben. Das war echt sehr, sehr gut. Einzige Problem bei Werder ist, die haben ein bisschen, was an Verletzungen geht, so ein bisschen Probleme. Duxch und Schmidt sind dabei. Ja, die haben uns das letzte Abschlusstraining haben sie mitgemacht, Gott sei Dank. Allerdings ist Füllkrug raus, der hat Wadenprobleme, der ist da nicht dabei. Der spielt leider nicht mit. Das ist ein bisschen blöd. Aber kann man leider nicht ändern. Und sonst geht es eigentlich aktuell wieder bei Werder mit den Verletzungen. Aber wie gesagt, wir brauchen halt ein gutes Team, um auch hier zu bestehen. Weil Schalke wird auch auf jeden Fall auch wieder Gas geben. Schalke hat aber das vorige Spiel jetzt hier verloren gegen Freiburg. Und zwar 4-0 haben die verloren. Boah, was ein Tor! Was ein Tor! Jetzt hat natürlich Füllkrug geschossen, der eigentlich nicht da ist. Aber macht der nächste, ist die Aufstellung nicht geändert. Weil ich will ihn trotzdem sehen, den Füllkrug. Unser Torschützenkönig-Anführer hier, würde ich gerade sagen. Ja, und wie gesagt, Schalke hat halt den Background gerade und nicht so die Motivation, weil sie halt vorher 4-0 verloren haben, aber Werder hat halt hier gut Motivation aufgrund des Sieges bei Hertha. So, da haben wir schon mal ein Tor geschossen, das ist schon mal wichtig, das brauchen wir auch. Zudem sind immer noch die ganzen Personalien offen, ne? Duxch weiß noch nicht, ob er bleibt bei Werder. Füllkrug ist immer noch nichts Neues raus, ob er Werder bleibt oder nicht. Also prinzipiell hat Duxch und der Berater gesagt, Füllkrug gesagt und der Berater von Füllkrug, sie suchen jetzt offiziell ja komplett einen neuen Verein. Das haben sie ja schon bekannt gegeben. Boah, was macht er? Und der wird wahrscheinlich weg sein, weil, wie gesagt, Werder ist klamm. Die haben, glaube ich, 36 Millionen Euro Schulden, Werder, wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend braucht halt Werder Geld. Frisches Geld, um Kredite zu bedienen und Zinsen zu bezahlen etc. etc. Und da ist so ein Füllkrug-Verkauf natürlich sehr, sehr gut, was Geldeinnahmen angeht und frisches Geld. Aber es ist halt schade, weil ich würde ihn gerne noch bei Werder sehen, aber da muss man halt realistisch sein, dass halt das mit dem Geld so eine Geschichte ist bei Werder. So, wir haben gerade 11 Meter verursacht, das ist schon mal schlecht. Das ist schon mal richtig schlecht. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. So, ich bleibe, glaube ich, einfach auf der Linie. gut, dass die KI nicht so gut ist. Aber die KI ist auf Profi gestellt, darf man nicht vergessen. Die ist trotzdem nicht schlecht. So, Schalke macht hier ganz schön Druck eigentlich. Die sind ziemlich auf Pressing, wie man sieht hier die KI. Aber wir wollen natürlich irgendwie zusehen, dass wir hier noch trotzdem noch ein Tor machen hier vor der Halbzeit. Boah, oder auch nicht. Da macht er erstmal eine Rolle, der Weiser. Weiser, wie gesagt, ist auch ein sehr, sehr guter Spieler bei Werder. Wie gesagt, den haben sie damals echt geholt und ich bin auch der Meinung, Weiser könnte auch in der Nationalmannschaft spielen. Wie gesagt, der ist sehr, sehr gut da rechts außen im Mittelfeld. Der macht so viel Druck immer und verteilt auch immer gut die Bälle, dass immer Gefahr entsteht. Normalerweise müsste der auch mal für die Nationalmannschaft spielen dürfen. Oder abseits. War es nicht abseits? Okay, komisch. Ja, wie gesagt, Werner Ole hat halt in diesem Spiel echt sehr, sehr Spieldruck
Aufgrund halt, dass wir jetzt endlich mal die erste Liga planen will. Anpfiff ist übrigens heute um 18.30 Uhr am 29. April 2023. Und wie gesagt, das Spiel ist schon Spieltag 30, ja. Das ist, da haben wir nur noch 4 Spiele. Und das sind halt richtige Brocken, die noch kommen. Bayern kommt noch und die anderen Mannschaften sind auch ganz schwierig zu bespielen. Das ist eigentlich hier das einzige Spiel noch, wo wir halt sagen können, da können wir noch einen Sieg von tragen, um die 3 Punkte noch einzufahren. Aber sonst sieht es echt nicht so gut aus. Aber es gibt ja vielleicht auch einen Werder-Wunder gegen Bayern, ne? Man weiß es ja nicht. Bei Bayern ist ja im Moment auch nicht gut drauf, wissen wir ja alle. Boah, hallo? Aber Schalke, die KI spielt echt gut hier gerade bei FIFA, kann man nicht anders sagen. Also die macht mir echt Probleme. Die machen echt die Lücken dicht hier. Ich komme kaum nach vorne. Ich weiß gar nicht, über was ich spielen soll. Ob ich über außen spielen soll oder nicht. Oder über die Mitte. Aktuell spielen die echt gut. Kann man nicht anders sagen. Nochmal ein Tor vor der Halbzeit. Gut, da ist keiner. Upsi. Sieht auch ganz hart danach aus, als wenn Schalke noch einen Unentschieden schafft hier. Junge, Junge, Junge. Hin und her hier. Muss ich mir gerade mal kurz konzentrieren. Ach man, ich komme nicht durch. Ich kann machen, was ich will gerade. Ich komme nicht durch. Schalke ist am Drücker. Und ich renne immer am Ball vorbei. Habe ich das Gefühl. So, da ist erste Halbzeit vorbei. Das ist natürlich nichts, was ich da mache. So auch nicht. Tja, ich hoffe mal, dass die Halbzeit gleich vorbei ist hier. Weil im Moment sieht es nicht gut aus hier. Ja, machen wir so einen easy Pass hier. Einfach mal eben in die Beine spielen. So, Halbzeit. Ich habe zwar ein Tor geschossen, aber Schalke ist auf jeden Fall besser gerade, die KI. Da muss ich da erstmal auf jeden Fall nochmal den Ball halten und nochmal gucken, was die Sache ist. Aber wie gesagt, das ist schon hart. So, ich will mal gucken, welche Spielbegegnung wir dann noch haben. Also, die nächsten Spielbegegnungen, die wir dann noch haben, die kommen. Ich mach mal kurz weiter. Zu schnell geklickt, sorry. Egal. Spielstatistik ist eh hin oder her, bringt sowieso nichts mehr. So, wie gesagt, Werder Bremen, FC Bayern München haben wir dann noch als nächstes das Spiel. Dann spielen wir auswärts gegen Leipzig noch. Dann kommt noch Köln und dann spielen wir noch gegen Union Berlin. Also wir haben auf jeden Fall richtig harte Gegner noch. Boah, shit. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Kommt noch nie. Ja, das gucken wir uns auch nicht an, das Tor war halt nur mein Fehler, weil ich halt ganz da gepennt habe hier. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen anstrengen hier. Das kommt, wenn man halt die ganze Zeit aufs Handy guckt und was vorliest, ne? Dann kriegt man direkt einen Ball rein hier, ey. Hat aber Schalke auch verdient, wenn man so will. Die haben echt gut gespielt, die KI jetzt hier. Boah. Junge, Junge, Junge. So, jetzt müssen wir jetzt aber hier mal ein bisschen konzentrieren. Das heißt, ich werde vielleicht nicht mehr so viel reden. Mal gucken. Aber die laufen auch nicht, die Werderaner, ne? Die laufen auch nicht. Ja, da ist das Ding doch. Guck mal, kurz einmal konzentriert und schon ist das Ding drin. Das ist doch schön. Schön durch die Mitte. Füllkuh, wie gesagt. Ist das Füllkuh wieder? Oder ist Duxch? Duckschwarz, aha, okay. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die Sache ist halt auch die, ne? FIFA passt ja auch immer, also FIFA 23, EA, passt ja auch immer die Spiele an, immer den Live-Kader, das finde ich immer ganz gut. Wie gesagt, aktuell ist halt Füllkrug so gut, der kann halt auch aus jeder Position treffen. Und Duxch haben sie auch ein bisschen verbessert, weil er halt einfach gerade einen guten Lauf hat. Oh Mann, was mache ich da? Ich hätte flachen Pass in der Mitte spielen müssen und drückt auf Flanke, ich Idiot. Naja, aber ein Flugkopfball so halbwegs, das war eigentlich ganz gut aus. So, jetzt müssen wir ein bisschen konzentrieren hier. Raus damit. Oh. Yo! Hallo? Voll umgeruppt hier. Hä? Das war ja wohl umgeruppt, der liegt ja immer noch da auf dem Boden. Wer ist das?
Fair Play. Er steht wieder, okay. Hart umgeruppt hier. Ah, das ist verletzt hier. Na geil. Wer ist das denn? Ist das Weiser, der verletzt ist, oder wer ist das? Hoffentlich nicht. Schmidt, okay. Nicht gut. Moment, die muss man leider auswechseln, das bringt ja so nichts. Der ist ja jetzt irgendwie ein bisschen kaputt, ne? Leider. So, wer ist denn das? Dann nehmen wir fast den Namensvetter rein. So machen wir das. Der kleine Quirlige. Ach komm schon. Also im Moment ist das hier ein komisches zerfahrenes Spiel hier. Ja, so wird das natürlich nichts, wie ich hier gerade spiele. Das ist krass, wie der Ball noch nicht kein einziges Mal jetzt im Aus war. Kann er noch ein bisschen laufen, obwohl er verletzt ist? Jo, kann er noch, okay. Boah, was ein Kopfball, uiuiui. Schönes Ding. So, Auswechslung muss sein. Oh, schade. Oh, fast raus. Ah. Okay, schade. So, 70. Minute, noch führt Werder. Wie gesagt, aber die KI, Schalke hier, ist echt gut zu Wege hier. Kann man nicht anders sagen. Die machen das echt gut. Aber es könnte auch ein realistisches Ergebnis sein, 2-1 zu Werder. Könnte. Darf man nicht vergessen. Oh, schade. Ich soll einfach mal zum Tor rennen, komplett. Und mal gucken, was passiert. Ja, hat nicht funktioniert. Aber wenn man sich überlegt, dass Werder, wie gesagt, jetzt, wenn sie diese 3 Punkte einfahren hier und 38 Punkte haben, da können sie direkt, wie gesagt, einkaufen gehen und Verträge verlängern und so. Das ist echt super. Ach man, ich mach, drück ab und zu den falschen Knopf. Ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd. So, jetzt aber nochmal vielleicht. Alter! Nice! Schönes Ding. Was, abseits? Ach komm! Ach so, anscheinend spielt wohl für Füllkrug heute wohl dieser Philipp. Soviel ich weiß. Das muss ich nochmal zusagen. Der ist wohl gesetzt heute in der Startelf gegen Schalke. Hab ganz vergessen. Na ja, gut, abseits. Ich gehabt. Naja. M. Philipp. Das ist ja richtig heiß komplett. Der war auch lange verletzt, glaube ich. Und jetzt spielt er wieder öfters. Eigentlich ganz gut. So. Ich habe mich schon gefreut über das Tor hier. Was ist nix? Ah, shit. Oh, Junge, 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 Junge. Kurz Ball halten hier. Wie gesagt, Zeit ein bisschen schinden, ne? Kennen wir ja alles, aus der Bundesliga auch. Boah, der hat mich gerade wieder weggerammt hier. Mist. Für mich war es eigentlich ein Foul, aber ist für internationale Härte gewesen hier, der Bodycheck. Oh nee. Nochmal eine Ecke für Schalke. Das wird auch richtig knackig jetzt. Nun komm, mal die Ecke. Raus damit, raus! Raus den Ball! Oh, Mist! Ich dachte, der spielt jetzt noch. Oh, gut, dass er gerade nicht richtig den Ball getroffen hat. Ich muss mich gerade hart konzentrieren, wie gesagt. Schalke ist immer noch dran hier. Oh, nee. Konzentrieren. Uiuiui. So, jetzt noch Ball halten, das wäre ganz gut. Ball verwalten und halten.
Vielleicht auch nochmal ein Angriff. Komm, freie Bahn. Hui. Oh nein, oh nein. Schießen. Oh. Los, pfeif ab. Hey, Abfahr, Abpfiff, Schiri, Schummler. Abpfiff. Ja, yeah, wer da gewinnt, auswärts auf Schalke, hat somit 38 Punkte. Und wir bleiben in der ersten Liga und können das schön für die nächste Saison planen. So sieht es nämlich aus. Sorry für Schalke, aber wer da braucht die Punkte. So sieht es nämlich aus. Ja, danke fürs Zusehen. War ja doch ein bisschen hakeliger, als ich dachte hier. Aber hat ja funktioniert. Wer da gewinnt, das wollte ich sehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Wie gesagt, da spielt erst, wie gesagt, Werder hat noch 4 Partien dann offen. Ja, das ist einmal, wie gesagt, Werder Bremen gegen Bayern am 6.5. Leipzig gegen Werder, dann 14.5. dann Werder gegen Köln, 20.5. Union Berlin gegen Werder am 27.5. Da kommt noch was auf uns zu. Wie gesagt, wir können jetzt hier noch Punkte sammeln auf Schalke, sonst hat es erledigt. Danke fürs Zusehen, danke für den Support. Reingehauen und tschüss.